Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, wir sind zu spät und bitten das vielmals zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Donnerstagnacht, Donnerstag auf Freitag und das heißt, wir haben eine freie Themensendung. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, reden wollt, diskutieren wollt, plaudern wollt, was auch immer, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist der Jens und Jens ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen Domian. Hallo Jens. Ja, ich wollte erstmal sagen, schönen Gruß zu deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Ich gucke dich jetzt seit 96. Aha, so lange schon. Ja, aber leider immer nur in der Haftanstalt. Oh, das ist nicht so schön. Und im Moment auch in der Haftanstalt? Ja, im Moment auch. Ist das auch dein Thema, weswegen du anrufst? Nee, das Thema ist meine Freundin. Aha, erzähl. Ja, und zwar, ich bin ein Typ, der ziemlich aggressiv ist. Mhm. Und ja, ich habe oft meine Frau, also meine Freundin geschlagen. Mhm. Und ja, jedes Mal verzeiht sie es mir. Mhm. Und ist ihr was Schlimmes passiert und ich habe sie damit aufgezogen vorgestern. Also sie ist Opfer geworden eines Sexualverbrechens. Ja, und hast du sie mit aufgezogen? Ja, ich mache mich dann darüber lustig. Ja, Moment, du sitzt auch im Moment im Knast. Ja, genau. Ja, wie bist du mit ihr in Kontakt im Moment? Per Telefon. Ach so, per Telefon. Genau. Zur Vorabklärung, warum sitzt du im Knast? Ich sitze im Knast wegen Fahren ohne Führerschein, so Einbruchsdiebstahl und Computerbetrug. Aha, und wie lange noch? Noch 8 Monate. Noch 8 Monate. So, ja. Aber du kannst telefonieren mit deiner Freundin. Ist, ja, genau. Ist das erlaubt eigentlich oder machst du es illegal? Illegal. Illegal. Und du ziehst sie auf, weil sie Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist? Was erzähl mal, was da genau los ist? Ja, in dem Moment, wenn mich irgendwas sauer macht, es kann eine ganz kleine Sache sein. Nein, ich will den konkreten Fall wissen. Was ist deiner Freundin passiert? Was ist da geschehen? Ja, und zwar, was ihr damals geschehen ist. Nein, dieses Sexualdelikt, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, das war früher. Da ist sie mal von jemandem vergewaltigt worden. Das liegt aber schon länger zurück. Ja, da waren wir noch nicht zusammen. Ach so. Und das hat sie mir dann mal erzählt, als wir zusammengekommen sind. Ja. Ja, und vorgestern, da war ich irgendwie durch den Grund sauer. Ja. Und habe sie dann damit aufgezogen, weil ich wusste, ich kann sie dann ihr damit wehtun. Was heißt denn aufziehen? Wie kann man denn jemanden damit aufziehen? Ja, ich habe halt zu ihr gesagt, naja, das war schön, was der gemacht hat und so, könnte er ruhig nochmal machen. Bist du bescheuert? Ja. Aber krass, bist du bescheuert? Das Mädel ist vergewaltigt worden? Wie alt war die da? Unter 20, glaube ich. Eine richtig schlimme Vergewaltigung? Ja. Und dann sagst du sowas? Bist du wahnsinnig? Ich kann meine Wut nicht unterdrücken. Mensch, mein Gott, aber da muss man sich aber am Riemen reißen. Bist doch ein Kerl. Ich meine, ich habe sie mal so derbe geschlagen, dass sie fast bewusstlos gewesen ist. Und zwar nicht mit dem Gürtel selber, sondern mit der Schnalle. So. Also wie lange bist du mit der Frau zusammen schon? 2,5 Jahre. Und wie lange geht das, dass du solche wie du es auch gerade gesagt hast, derben Sachen tust? 2,5 Jahre. 1,5 Jahre? 2,5. Ach, das geht die ganze Zeit so? Ja. Und die Frau ist immer noch bei dir? Ja, sie hat mich damals schon mal verlassen. Dann ist sie 3 Tage wieder zu ihrer Mutter gefahren. Und nach 3 Tagen rief sie mich wieder an, ich sollte sie doch bitte wieder abholen. Wie oft hast du sie in diesen 2,5 Jahren geschlagen? 4, 5 Mal. Und heftig? Ja, kann man sagen. Und wie viel Mal hast du sie wegen dieser Vergewaltigung aufgezogen? Das ist ja schon eine fürchterliche Formulierung, aber es ist ja so. Ja, 2 Mal. 2 Mal, was auch schon schlimm genug ist. Ja, ich mache sie ja nicht nur damit fertig, also ich mache auch noch andere Sachen, um ihr halt weh zu tun. Wir haben zum Beispiel zu Hause, haben wir Katzen, ja. Und nur um ihr weh zu tun, habe ich zum Beispiel eine Katze mal aufs Dach geschmissen, weil das war ihre Lieblingskatze und ich habe sie einfach aufs Dach geschmissen. Und das Tier war tot? Nee, das war nicht tot. Wir haben eine Dachgeschosswohnung,
und ich habe die Katze einfach rausgeschmissen. Ja. Ja, 10 Minuten später tut mir das dann aber alles immer wieder leid. Mhm. Und dann bin ich auch aufs Dach und habe sie wieder zurückgeholt. So, Jens, hast du dich danach, wenn so etwas passiert, entschuldigst du dich bei deiner Freundin? Ja. Du liebst deine Freundin? Ja. Sehr? Ja. Sie hört ja jetzt auch zu. Ah, tiefe Verbindung zwischen dir und der Freundin. Ja. Dann kann ich es in keinster Weise, Jens, aber ich sag das wirklich, wenn du kennst mich dann ja sehr gut, wenn du diese Sendung so oft schon gesehen hast. Mhm. Dann kann ich das in aller keinster Weise nachvollziehen, was du da tust. Ja, ich und da kannst du mir auch nicht kommen mit, ja, ich weiß nicht, was da mit mir geschieht und es tut mir hinterher auch leid. Das ist so scheiße, was du da machst. Das weißt du ja auch selbst. Aber ich sag's dir auch mit diesen drastischen Worten auch von meiner Seite aus hier. Ja, und diese Frau scheint dich ja wirklich abgöttisch zu lieben. Jede andere Frau, jeder andere Mensch hätte dich in den Wind geschossen schon. Ja. Weißt du, wenn sowas vielleicht einmal mal passiert, dass man durchdreht, ist auch schon schlimm genug. Mhm. So, aber es ist ja jetzt immer wieder bei dir passiert. Was unternimmst du denn dagegen, dass das nicht nochmal passiert? Ja, ich versuch's immer dann zu unterdrücken und so. Aber dann klappt das einmal und beim zweiten Mal geht's dann wieder nicht. Mhm. So, das heißt also, du bist nicht Herr deiner selbst im Prinzip, wenn solche Situationen auftauchen. Mhm. Ne? Das heißt das ja. Genau. Was machen wir jetzt? Ja. Da ist der Tatbestand Jens, der für mich eigentlich einen sympathischen Eindruck macht, jetzt am Telefon. Danke. Ja, mit dem man ja auch reden kann. Ja. So, das heißt aber, dass man jetzt auch irgendeine Entscheidung fällen kann, der eine nette Freundin hat. Die Freundin hält zu ihm, obwohl er so Mist baut, obwohl er die Freundin so mies behandelt, immer wieder. Ja, ich habe die auch gar nicht verdient. Ich habe sie schon gebeten, sich von mir zu trennen. So, verdammt nochmal, dann unternimm du doch was mit dir selbst, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Wenn du meine Sendung kennst, weißt du, was man in solchen Fällen macht. Da holt man sich Hilfe von außen. Dann kannst du es offensichtlich allein ja nicht schaffen. Da will ich es dir auch noch glauben, dass es über dich kommt und es dir hinterher leid tut. Und du es alleine nicht in den Griff kriegst. Wenn du es alleine nicht in den Griff bekommst, musst du in eine psychologische Behandlung. Da musst du mit einem Psychologen, das weißt du, daran arbeiten. Hier in mir ist irgendwas los. Hm. Ich drehe ab und zu durch. Ich bin aber irgendwie zu stolz für zu so einem... Na hör mal, komm, hör mal. Du bist nicht zu stolz, deiner Freundin zu sagen, nach dem Motto, die ist schon mal vergewaltigt worden, der sollte das normal machen oder so. Da bist du nicht zu stolz für. Ja, das stimmt. Hör mir auf mit Stolz. Wenn dir was an der Frau gelegen ist, wenn dir was an dir selbst gelegen ist, das ist ja beschämend, was du da gemacht hast. Dafür musst du dich ja wirklich bitter schämen, wenn du dich im Spiegel siehst. Ja, sie hat mich einen Tag später ja auch in der Haftanstalt dann besucht und ich konnte ja kaum in die Augen schauen. So. Und dann, ziemlich mies dabei gefühlt. Ja, dann musst du doch auch Kerl genug sein und sagen, okay, jetzt muss was passieren. Ich muss jetzt die Zähne zusammenbeißen und muss einen Schritt wagen und gehen, den ich mich vorher nicht getraut habe, um mich zu bessern, mich Jens zu bessern, und ich muss es auch für meine Freundin und unsere Beziehung tun. Um ihr aber auch ein Signal zu senden, dass du es ernst meinst. Ja, ich meine das auf jeden Fall ernst. Ja, dann musst du aber auch was tun. Dann musst du wirklich was unternehmen, Jens. Ich weiß nicht, ob das im Rahmen der Gefängnisbetreuung möglich ist, aber spätestens dann, wenn du rauskommst. Ja, ich bin ja auch gelockert, ich habe Urlaub und so. Gut. Aber wir sind uns ja völlig einig, oder? Ja, eigentlich schon. Und du wirst ja jetzt nicht wagen, noch ein Aber zu sagen. Nee. Ja, ich will ja hoffen. Ich bin da zu stolz zu. Ich werde wohl verrückt, wenn ich sowas höre. Aber wirklich. Ich weiß ja, wie du auf so ein Thema reagierst. Ja, das ist so lächerlich. Ich glaube ja, wenn man ernsthaft mit dir redet, denkst du ja genauso wie ich, oder? Ja. Ja. Deshalb habe ich auch mal angerufen. Weißt du, von wegen Stolz. Stolz kannst du hinterher auf dich sein, wenn du sowas durchgezogen hast. Wenn du dich selbst mit Hilfe eines Therapeuten in den Griff bekommen hast. Da kannst du stolz drauf sein. Das ist wirklich eine Leistung. Ja. Weißt du? Gucken. So, jetzt telefonierst du noch ein bisschen mit meinem Psychologen und überlegst mal mit dem, was du vielleicht jetzt schon tun kannst im Rahmen deiner Inhaftierung und auf jeden Fall, was du hinterher tun kannst. Alles klar. Darf ich nochmal meine Frau grüßen? Bitte. Sandra, es tut mir leid und ich liebe dich von ganzem Herzen. Du liebst sie von ganzem Herzen, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ja, hier war gerade so eine Störung in der Leitung.
Lieber Jens, du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Jo, alles, Dankeschön. Alles Gute. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051 und E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Miriam, 24 Jahre alt ist hier. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Miriam. Dein Thema. Ja, also ich arbeite auf einer 0190er-Line. Mhm. Als Telefonsexfrau. Genau. Ja. Seit wann schon? Seit 3 Monaten. Oh. Und was ist der Grund deines Anrufens? Ja, also und zwar folgendes. Ich habe mich jetzt mit einer Kollegin unterhalten. Mhm. Und die hat zu mir gesagt, dass man das den Männern mehr vorspielt, dass man dann es sich macht. Was hat die gesagt, dass man es den Männern mehr vorspielt? Ja. Ja, aber was hast du denn in den letzten Monaten gemacht? Hast du es nicht vorgespielt? Nee, ich habe es mir wirklich dann gemacht, wenn ich es gesagt habe. Ehrlich? Ja. Das habe ich aber auch noch nie gehört, muss ich dir sagen. Wo arbeitest du denn? Arbeitest du bei dir zu Hause oder in so einem Center irgendwo? Von zu Hause aus. Du sitzt dann in deiner Wohnung und masturbierst tatsächlich selbst, während du mit den Männern Sex, Telefonate führst? Ja. Das wird die Männer natürlich freuen, wenn sie es wüssten. Ja, bestimmt. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Ungefähr 3-mal die Woche für 2 Stunden. Ach so, das geht ja noch. Ich dachte jetzt jeden Tag 8 Stunden, dann wärst du ja zugange. Nee, so oft kann ich ja nicht. Ist das ein Nebenjob? Ja, das ist ein Nebenjob. Was machst du denn sonst im richtigen Leben? Dann bin ich arbeitslos. Ach so. Dann könntest du das ja... Nee, das wäre also illegal und... Naja. Nein, das ist nicht illegal. 400 Euro darf man nicht. Ich wollte gerade sagen, so in dem Rahmen geht es ja. Mhm. Vorweg noch gefragt, macht dir das denn Spaß oder ist es dir doch schon schwer gefallen, das am Anfang zu machen? Nein, ich kann ja, wenn mir ein Kunde nicht gefällt, kann ich den ja wegdrücken. Ich rede ja wirklich nur mit denen, wenn mir das auch gefällt. Ja. Wie geht denn das so ab? Wie sind die Männer so drauf? Was wollen die? Wie kann man sich so ein durchschnittliches Gespräch vorstellen? Also die fragen, wie man aussieht, dann beschreibt man sich. Sagst du da die Wahrheit? Nein. Nein. Sagst du mir die Wahrheit? Ja, kann ich machen. Ja, bitte. So grob, damit ich mir eine Vorstellung machen kann. Ja, ich bin 1,65 groß. Ja. Ein bisschen pummeliger. Ja. Braune Haare. Welche Länge? Kurze Haare. Ja. Und braune Augen. Und braune Augen. Mhm. Und sonst auch normal ausgestaltet, sagen wir so. Ja. Ja. Und was sagst du den Männern? Ja, dass ich 1,75 groß bin, braune, lockige Haare habe. Ja. Blaue Augen. Ja. Das kommt immer ganz gut. Und rank und schlank bist wahrscheinlich? Natürlich. Ja, natürlich. Große Oberweite. So, das wollen die am Anfang wissen, um sich so ein Bild zu machen. Und wie geht's dann weiter? Ja, dann beschreiben die sich, dann sagt man sein Alter. Ich bin eigentlich immer, ich sag dann so 22 und die meisten Männer sind dann was älter und dann fragen die, ob das okay für ist. Meinst du, die Männer sagen dir die Wahrheit, wenn die sich beschreiben? Na, bestimmt auch nicht immer. Die werden von ihren dicken Bierbäuchen auch nichts erzählen oder so? Nee. Ja. Hatte ich noch keine. Siehst du? Wahrscheinlich hatten 70% Bierbäuche. Ich weiß es nicht. Ich sag's mal so frech. Mhm. Gut, und dann? Ja, dann machen, wenn es uns gefällt, dann machen wir es uns halt. Ja, dann steigert ihr euch zusammen in so eine sexuelle Fantasie rein. Ja, genau. Sind die drauf aus? Ich meine, das kostet ja nur viel Kohle. Mhm. Sind die darauf aus, dass das relativ schnell, dass das eine schnelle Nummer wird? Und bremst du denn dagegen oder lassen die sich durchaus auch Zeit? Das dauert so ein Gespräch zwischen 12 und 45 Minuten. Oh ja, das ist lang, ne? 45. Ja. Was kosten die 45 Minuten dann dem Anrufer? Den kostet das pro Minute ungefähr 1,20 bis 2 Euro. Das kommt drauf an, über welche Nummer die anrufen. Eine Stange Geld, ne? Ja. 45 Minuten, 2 Euro pro Minute ist das viel Geld. Ja. So, jetzt hast du mit einer Kollegin gesprochen und die hat gesagt, Mensch Miriam, was machst du da? Ich spiele denen nur was vor. Ich bügel dabei oder putze den Fußboden. Genau, sie ist genauso diese Standardfrau, die man sich vorstellt. Die bügelt dabei, faltet ja die Wäsche dabei. Ja. Und die war richtig entsetzt, als ich ihr das gesagt habe. Aber das hört man doch immer wieder, dass die Mädels immer irgendetwas anderes tun. Wusstest du das vorher nicht? Bist du sehr naiv daran gegangen? Ja, ich bin da ziemlich naiv dran gegangen. Ja. So, nun hat die das gesagt und wie wirst du dich jetzt entscheiden? Wirst du das jetzt auch nur vorspielen oder willst du... Ja, ich
weiß nicht, wenn ich es vorspielen würde, dann würde es mir keinen Spaß mehr machen, glaube ich. Aha, also du willst bei der Arbeit auch Spaß haben. Ja, natürlich, jeder macht doch einen Beruf, der Spaß macht, oder? Ist ja eigentlich auch nicht gegen einen anzuwenden. Wenn dir das Spaß macht, Spaß bei so einer Sex-Telefonline zu haben, warum nicht? Ne? Eigentlich warum nicht? Ja. Macht dich das dann auch richtig wirklich an, dann mit diesem wildfremden Typen, der über irgendwas... Ja, das macht mich ziemlich an. Und hast du dann Hilfsmittel dabei? Hast du Dildos oder machst du es mit der Hand? Mit der Hand. Mit der Hand, ja. Und so, dass du wirklich dann auch zum Orgasmus kommst? Ja. Das ist ja abgefahren. Das finde ich wirklich völlig abgefahren. Du bist wahrscheinlich die Einzige in ganz Deutschland, die das so macht. So ungefähr. Was? Das weiß ich nicht, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass es so ist. Aber ich kann es mir gar nicht so richtig denken. Du bist doch konfrontiert dann durchaus auch mit unsympathischen Menschen. Ja, die drücke ich dann weg. Achso, du machst es dann nur mit den Netten. Ja, ich mach's nur mit den Netten. Hast du so ein großes Defizit sexuell? Mhm. Also, sprich, hast du keinen Freund im Moment? Ein Freund nicht, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet sogar? Es wird ja immer schöner. Ja. Du bist verheiratet? Ja, der Mann, der mich eben angerufen hat, der hat nur gefragt, ob ich einen Freund gehabt habe. Da habe ich Nein gesagt. Also, aber ich bin verheiratet. Du bist verheiratet. Und weiß dein Mann, was du da machst? Der weiß, dass ich da telefoniere, aber der weiß nicht, dass ich das mir dabei mache. Was würde er sagen, wenn er es wüsste? Ich weiß es nicht. Er hat dich dabei auch noch nicht ertappt? Nee, ich sage ihm immer, wenn ich telefoniere, ich bin im Wohnzimmer, ja? Bleib du dann der hat ein Arbeitszimmer, bleib du hier, ich kann das nicht, wenn du mir dabei zuhörst. Verständlich, ne? Mhm. Und er lauscht nicht schon mal an der Tür? Also wenn ich er wäre, würde ich schon mal lauschen, mal gucken, was mir dann da macht. Nee, macht er nee, nicht. Nee, gar nicht. Ja. Und er hat grundsätzlich auch nichts dagegen, dass du diesen Job machst? Nee, für ihn ist das okay. Ja. Dann könnte es ja vielleicht auch für ihn okay sein, dass du das dann wirklich machst. Ja, ich habe das schon mal versucht, ihm zu sagen. Also sagt er so, ja. Mhm. Er glaubt mir das nicht. Ist denn das für dich ein Problem? Hast du da so ein bisschen das Gefühl, dass du ihm fremd gehst, wenn du das mit den anderen Männern am Telefon machst? Oder ist es eigentlich für dich kein Problem? Nee, das nicht. Ist kein Problem. Also das sind so völlig abgegrenzte Welten. Das hat mit deiner Ehe, mit deinem Freund, mit deinem Mann gar nichts zu tun. Nee. Mhm. Aber dennoch hast du angerufen. Ja, halt wegen dieser Kollegin, weil die sagte, das ist nicht normal. Die hat dich jetzt völlig verunsichert. Ja, genau. Also Miriam, ich wiederhole das jetzt nochmal. Das einzige Problem, was ich ja irgendwie sehen würde, ist das Problem zwischen dir und deinem Mann. Wenn dein Mann das nicht will oder es Stress gibt bei euch in der Ehe, dann würde ich das aber tunlichst unterlassen. Wenn wir das mal ausklammern, dann mach es dir doch nett dabei. Was soll's? Ist doch egal. Ja, meinst du? Ja, warum? Was spricht denn dagegen? Ja, ich weiß nicht. Also was spricht da, wenn die meisten das nicht machen, dann okay. Ich habe auch schon mit Huren gesprochen, die sagen, nein, das oberste Gebot bei uns ist, keinen Orgasmus zu bekommen. Andere Huren haben mir erzählt, warum nicht? Wenn ich einen kriege, wenn es ein netter Typ ist, dann habe ich halt einen, das ist auch okay. Ja. Also so kann man das doch sehen. Ja, das stimmt. Also ich habe nur Sorge um deinen Mann, nicht, dass da irgendwas in die Brüche geht. Das ist es wirklich nicht wert. Nee. Das ist nicht wert. Habt ihr Kinder auch? Nee. Das nicht. Ja. Vielleicht solltest du es ihm doch noch mal richtig klar sagen. Dann hättest du das mal. Er glaubt es mir nicht, wenn ich es ihm sage. Dann lass mal die Türen spalt auf. Dann kann er ja mal zugucken ein bisschen. Ja, was mache ich denn dann, wenn er dann hier reingerast kommt und den Stecker vom Telefon zieht oder so? Ja gut, dann will er es aber wirklich nicht haben. Dann musst du da eine Konsequenz rausziehen. Ja. Aber vielleicht würde es ihn ja auch anmachen, wer weiß, ne? Meinst du? Ja, ich weiß ja nicht, wie er gestrickt ist. Vielleicht taunt ihn das ja an, wenn seine Frau und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, sowas macht ihn nicht an. Gut, also was die Grundfrage anbelangt, hätte ich da keine Bedenken. Mhm. Miriam. Ja. Dann viel Spaß weiterhin. Darf ich noch eben jemanden grüßen? Ja. Und zwar das Nachtlager. Das Nachtlager, das ist die tolle Domian-Fanseite. Genau, im Internet. Ich bin da diese Elastiker. Ah ja, das ist schön. Ich grüße die anderen Leute auch von Nachtlager, www.nachtlager.de. Wir haben dich auch zu dem Stammtisch am Sonntag. Ich habe das bekommen. Das war leider zu spät, sodass das Wochenende und der Sonntag schon verplant und verbucht ist. Ach so, schade. Vielleicht ein andermal. Sehr gerne, ja, sehr. Ihr Lieben, oder liebe Miriam, alles Gute. Ja. Und in diesem Sinne, ne? Okay. Tschüss. Tschüss. Ralf ist hier und Ralf ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Ralf. Ja, mein Thema ist heute Brummifahren mit Kindern. Oh.
Und da lacht er bei Brummifahren mit Kindern. Ja. Reden wir über deine Kinder? Ja, meine Kinder. Deine Kinder. Wie alt sind die Kinder denn? Zwei Stück und der eine ist 3, ja? Und der andere ist 2. So klein? Ja, richtig. So, und mit denen fährst du Brummi, oder was? Ja, ich muss leider. Weil meine Frau hat sich von mir getrennt und ich muss sie leider mitnehmen. Anders geht das nicht. Wie? Moment, deine Frau, du hast verheiratet, du bist vom Beruf Brummifahrer. Nein, ich bin verlobt gewesen. Okay. Mhm. Ja, richtig. Und die Frau ist abgehauen? Ja, genau. Hat die Kinder sitzen lassen bei dir? Ja, richtig. Und jetzt musst du auf Tour gehen mit den Kindern? Ja, die müssen leider mit, weil ich kann momentan, also ich hatte früher Jobs, die eben nicht so gut bezahlt worden sind. Und der Brummifahrerjob, der macht eben, ja, der bringt eben. Moment, ihr werdet über das Geld reden, ich muss das genau verstehen jetzt. Ja. Bist du so richtig Fernfahrer? Ja, richtig. Du bist also immer mit den Kindern unterwegs? Ich fahre zur Zeit von, also heute ist es passiert, von 3 Uhr bin ich gefahren und ja, ich komme jetzt erst in 4 Uhr, 4:30 nach Hause. Ach so, aber du kommst immer wieder nach Hause. Du ja, bist nicht irgendwie wochenlang unterwegs. Nee. Du bist also mehrere Stunden, also sagen wir mal bis 8-9 Stunden unterwegs oder sowas? Ja, länger. Oder länger unterwegs und während dieser Zeit, offensichtlich in der Nachtzeit jetzt, ja, richtig, sind die Kiddies bei dir? Ja, die sind gerade am Schlafen. Vorhin haben die Fernsehen geguckt, Video geguckt. Die liegen oben, ich kenne das ja so, in diesem großen Lastwagen, oben in diesen Kajüten drin. Und ja, genau, die liegen in die Kajüten drin, sind schön zugedeckt am Schlafen und dann bis 4, 5, frühe Woche war 7 Uhr morgens früh. Ja, und wie lange geht das jetzt schon so? Ja, meine Frau ist meine Verlobte ist erste Mal vor 3 Monaten gegangen von mir. Ja. Okay, ich muss dabei sagen, ich bin auch nicht immer so ein Unschaltslamm, ne? Also kein Engel, dass ich Flügel hab. Ja. Und ich sag mal, es fing ein Praktikum an. Ich musste ziemlich lange arbeiten, auch nachts hin. Also ich kam 2-3 Stunden nach Hause und war nachts auch wieder am Arbeiten. Nee, pass auf, erzähl mir mal, wie lange du jetzt mit den Kindern schon durch die Welt fährst, ungefähr. Ja, seit sie gegangen ist. Das heißt also, sie ist wieder gegangen. Und ja, wie viele Wochen sind das jetzt? 12. 12 Wochen? Ja. Du fährst seit 12 Wochen allnächtlich mit den kleinen Kindern durch die Welt? Ja, richtig. Wenn nicht gerade die Mutter da ist, Die Mutter noch, das ist das Problem. Mhm. Aber was ist da, die Mutter von den Kindern meinst du? Ja, richtig. Ja. Was ist denn das für eine Mutter, die ihre beiden kleinen Kinder so allein lässt? Ja, ich sagte ja, ich bin kein Unschuldslamm und ich will mich da auch nicht von freisprechen. Gut, das kann ja sein, dass du wirklich kein Unschuldslamm bist, aber deshalb müsste. Wenn man zu Hause ist und man kommt nach Hause und man sitzt jetzt eben in der Küche und hat direkt die Kinder um sich hängen. Man muss erstmal, wenn man nach Hause kommt, man muss erstmal abschalten. Das geht einfach nicht anders. Man muss eine Tasse Kaffee trinken. Ja, mag ja sein. Mag ja sein, dass ihr Stress miteinander habt, aber ich verstehe nicht, dass sie die Kinder alleine lässt. Aber lass uns jetzt erstmal über dich reden und deine Verantwortung über die Kinder. Ich will dir ganz offen sagen, dass ich das für eine denkbar schlechte Lösung halte. Mit 2 kleinen, so kleinen Kindern, 3 Jahre und 2, jetzt schon so viele Wochen nachts über Deutschlands Straßen zu rauschen. Ja. Das kannst du nicht machen. Das weiß ich selber, dass ich das nicht mache. So, da musst du jetzt, du musst jetzt irgendeine Lösung ausdenken. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel morgen und übermorgen, also bis zum Samstagnacht, habe ich also eine Lösung gefunden, dass meine Eltern die nehmen. Ja. Und nächste Woche soll ich eine Haushaltshilfe kriegen, dann sind die mittags, also so, auch erstmal für die erste Tour, sage ich jetzt mal. Ja. Sind die also bei dieser Haushaltshelterin, ja, die bringt denen da... also so eine Art Tagesmutter ist das. Ja, dann, ne? Richtig, genau. Mhm. Und und dann fahren sie nur eine Tour mit. Ne? Und ja, aber die Lösung muss sein, dass die kleinen Kinder, die sind einfach zu klein für solche Sachen, dass die Kinder wirklich, wenn du weg bist, dass sie betreut werden zu Hause, dass jemand aufpasst, wenn du nachts unterwegs bist, dass da, weiß ich nicht, dass eine Studentin vielleicht einen Job hat, die dann bei euch schläft, ja, bei dir schläft. Ja. Das kannst du nicht machen. Ja, da habe ich noch nicht dran gedacht. Und da habe ich auch noch bis jetzt, sag ich mal, ganz offen, das noch keine gefunden oder mich drum gekümmert. Dann setz dich auf den Hintern. Das ist deine Verantwortung als Vater deinen Kindern gegenüber. Ja, aber welche Studentin, sag ich mal, bleibt nachts
bei jemandem zu Hause, der am Eltern weiß, gefahren ist. Weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht hier meine Aufgabe, jetzt dir da jemanden zu suchen. Auf jeden Fall musst du irgendeine Lösung finden, dass bei dir nachts jemand ist, der auf die Kinder aufpasst. Oder dass du letztendlich dann deinen Job wechselst für die Kinder, wenn du die Verantwortung tragen willst. Sonst sind die Kinder bald weg. Sonst sind die Kinder. Da habe ich auch leider dran gedacht, dass ich den Job wieder am Nagel hängen und eben in meinem alten Beruf reingehe. Ja, was ist das für ein alter Beruf? Ich habe Schlosser gelernt. Ja, wenn das dann geht, dann sind die Kinder tagsüber nicht versorgt. Du musst auf jeden Fall eine Lösung finden. Ja, richtig, da hast du recht. Nur das Problem ist, die Frau ist gegangen und ich liebe die eben noch. Ich komme da eben nicht von weg, es tut weh. Ja, aber es sind zwei verschiedene Schuhe. So, ja, das eine ist, dass du für deine Kinder ordentlich sorgst. Das zweite ist die Frage, wie ist diese Beziehung noch zu kitten und wenn ja, wie? Ja, wie? Ja, aber das sind zwei verschiedene Geschichten. Das allererste finde ich, Präferenz haben die Kinder, dass du das ordentlich organisierst, sonst nimmt das Jugendamt dir die Kinder weg. Das ist auch richtig. Das ist richtig, was du sagst. Ja. Nur, ich bin Tag und Nacht für meine Kinder da. Das geht nicht anders. Ich mach mit denen, ich spiele mit denen. Klar, Ralf, aber ist doch völlig, ich mach da alles, ist doch völlig klar, dass das keine Lösung ist, dass du mit so kleinen Kindern allnächtlich über deutsche Autobahnen fährst. Ja, nein, das ist auf Dauer ist das keine Lösung. Das weiß ich selber. So, jetzt möchte ich aber noch mal fragen zu der Beziehung. Ja. Wo ist denn die Mutter der Kinder im Moment? Die Mutter von den Kindern, die ist zum ersten Mal mit einem Kollegen von mir abgehauen und jetzt ist sie mit dem zweiten Kollegen abgehauen. So, da will ich aber auch sagen, ist mit der aber auch nicht viel los, wenn die ihre beiden kleinen Kinder so alleine lässt. Da ist auch nicht viel Verantwortungsbewusstsein bei der Mutter. Ja, ich muss sagen, also wenn wir zwei zusammen gewohnt haben und sie ist wiedergekommen jetzt, das klappte wie ein Bilderbuch. Ne? Mhm. Das war, die Kinder, die lebten auf. Die kochte für den, die machte der ganze Haushalt. Mhm. Ich konnte mich um meinen Fahrerjob kümmern. Ja. Und sie, die Kinder und der Haushalt. Und ja, aber nun ist er weg. Muss jetzt leider sagen. Weiß sie denn, was mit den Kindern ist? Fragt sie danach, wo sind die Kinder? Ja, sie fragt. Und ich darf sie momentan vom Jugendamt her nicht abgeben. Das ist das Problem. Weil das Jugendamt weiß nicht, wo hält die Frau sich auf. Mhm. Und so weiter. Achso, das Jugendamt will nicht, dass du die Kinder ihr gibst. Ja, richtig. Ah ja. Mhm. Weiß denn das Jugendamt genau Bescheid, was die Kinder wie das da bei dir läuft mit den Kindern? Ja, richtig. Die wissen alles. Ja, das wissen die. Alles. Aber also da müssen. Das habe ich denen alles von vornherein. Gut, aber da müssen die dir ja auch Druck machen, dass da eine andere Lösung gefunden werden muss. Ja, richtig. Ja. Die vom Jugendamt, die meinte also nachts das Fahren, das wäre nicht das Ding. Ne? Also ich müsste mir da schon nichts überlegen. So, dann gehe ich mal davon aus, es ist ja schon mal beruhigend, dass das Jugendamt da Bescheid weiß und eingeschaltet ist. Dann gehe ich davon aus, dass die dich schon als guten Vater einstufen. Ja. Ne? Und dass die dich auch als glaubwürdig einstufen, dass du da was unternehmen wirst und willst. Und da möchte ich dich wirklich auch nochmal bekräftigen, dass du das so schnell wie möglichst einfädelst, das Ganze. Ja, es ist alles in der Mache, nur es geht alles nicht so schnell, wie ich mir das vorstelle. Das ist das ganze Problem eben. Ne? Ja, so, und jetzt haben wir beide über diesen Punkt Kinder gesprochen. Den fand ich jetzt aber auch sehr wichtig. Ja. Ich habe aber auch so im Hintergrund gemerkt, dass du, dass dir das auch noch ein Anliegen ist, über die Problematik mit deiner Freundin, Frau zu reden. Richtig. Deshalb würde ich gerne dieses Gespräch jetzt weiterleiten an meinen Psychologen. Ja. Dann teilen wir das so zeitmäßig auch ein bisschen auf, sonst kommen wir gar nicht richtig zu Potte von der Zeit her. Ja, verstehst du? Ja. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an, Ralf. Ich möchte nur eins sagen. Ja. Also ich weiß, dass meine Freundin zuguckt. Ja. Und ich muss dir eins sagen, also es kommt da keine andere momentan in Frage oder sonstiges. Weil dafür habe ich diese Frau viel zu lieb. Ja. Also du möchtest, dass ich irgendwas Böses machen könnte momentan oder überhaupt machen könnte. Du möchtest gar nicht, dass sie wieder zurückkommt. Richtig. Du hast sie immer noch sehr lieb. Ja. Und du möchtest eigentlich, dass ihr wieder eine Familie seid. Richtig. Das ist ein schöner Wunsch und hoffentlich hat sie zugehört. Ja. Und hoffentlich kommt das dann doch irgendwie wieder in die Gänge mit euch beiden. Ich will's hoffen. So, jetzt legst du auf und wir rufen gleich zurück. Domian, könnte ich von dir noch ein Autogramm bekommen? Christe, du sagst meinem Psychologen, dem Peter, gleich deine Anschrift und dann schicken wir es dir. Okay? Ja, okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ja, ciao. Jetzt bin ich verbunden mit Nadine. Hallo Nadine. Hallo. Du bist 15 Jahre alt. Ja. Was ist dein Thema? Warum rufst du an? Wie gesagt, ich bin 15 und bei mir ist halt das Problem, dass ich schwanger bin und ich nicht weiß, wie ich das meinen Eltern beibringen soll. Oh. Ja. In der wievielten Woche?
Dritter Monat bin ich schon. Dritter Monat schon? Ja, also fast. Wer ist der Vater? Ist Mike, aber... Weil der Name sagt mir nicht viel. Ist das jetzt ein Freund von dir, oder? Ja, also mit dem bin ich vorher halt zusammen gewesen, aber als er dann von der Schwangerschaft erfuhr, dann verließ er mich. Wie alt ist er? 17. 17. Hm. Jetzt bist du im dritten Monat schon schwanger. Ja. 15 Jahre alt. Ja. Wer weiß denn von der Schwangerschaft, außer Mike? Nur Mike. Ich habe mich gar nicht getraut, jemandem das zu erzählen. Wie hat denn, außer dass er dann abgehauen ist, am Anfang Mike darauf reagiert? Der war ziemlich geschockt. Ich weiß, also, er war wirklich sehr geschockt. Im Grunde, wir hatten ja auch, also, wegen Verhütung, ne? Mhm. Wir hatten ja eigentlich auch darüber gesprochen gehabt, aber ich weiß auch nicht, ich glaube, ich war ziemlich naiv gewesen und hatte mich halt darauf eingelassen, weiß nicht, ohne zur Verhütung das zu machen. Das glaube ich allerdings auch, Nadine. Ja. Das ist ja wirklich das A und O, dass man verhütet. Um der Verhütung wegen, aber auch um der Schutz wegen vor Krankheiten. Da gibt es ja überhaupt nichts zu reden. Mhm. Ich bin immer ganz fassungslos, wenn junge Leute mir das erzählen, was du jetzt mir gerade auch erzählt hast. Ihr lest das doch auch, ihr werdet doch auch zugeballert mit diesen ganzen Informationen. Ja, ist ja auch so. Aber wenn es dann wirklich so weit ist, dann weiß ich nicht, dann schaltet da irgendwas ab, glaube ich. Ja, und das darf nicht passieren, das darf nicht sein. Das sage ich erstmal all den anderen potenziell eventuell Betroffenen auch. Das darf nicht passieren, dass man trotz aller Begehren und Geilheit und was weiß ich, darf das nicht passieren. So, jetzt ist es bei dir aber passiert. Ja. Und ich habe halt das Problem, ich weiß nicht, wie ich das meine Eltern beibringen soll. Warst du warst auch in keiner Beratungsstelle, gar nichts bisher, ne? Nee, ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob ich das Kind auch wirklich haben möchte. Aber das ist im dritten Monat schon. Ja, ich weiß. Du weißt, dass man das im Prinzip jetzt schon abgelaufen ist. Ja, im Grunde ja. Ja, ich will das Kind ja auch eigentlich haben, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich fühle mich noch ein bisschen zu jung dafür. Ich weiß es nicht richtig. Ich bin immer ein bisschen durcheinander. Dann fällt es dir jetzt ein, mal darüber nachzudenken, vielleicht mal irgendwo anzurufen, zum Beispiel hier, wo es jetzt eigentlich schon zu spät ist. Ja, ich weiß, es ist zu spät. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Also mit meinem Vater habe ich nicht wirklich ein Verhältnis, weil, also der ist halt ständig auf Geschäftsreisen und den sehe ich eigentlich kaum so. Mhm. Und also ihm würde ich, oh Gott, bei ihm würde ich würde mich dafür kein Vertrauen, ihm das zu sagen. Gut, aber was ist mit der Mutter? Wie ist das Verhältnis zur Mutter? Ja, normal? Es geht so. Also sie hält mich halt immer noch für so ihr kleines Kind und die macht alles richtig und ordentlich und deswegen. Und wenn ich ihr dann jetzt sowas reinwürgen würde, dann, ich weiß nicht, wie sie dann reagiert. Ich weiß nicht, ich würde sie so enttäuschen. So. Gibt es Geschwister noch? Nein. Du bist Einzelkind sogar? Ja, ich bin Einzelkind. Mhm. So, nun brauchen wir nicht viel Logik dafür, um uns auszumalen, dass es überhaupt gar keinen Weg daran vorbei führt, es deiner Mutter zu sagen. Ja, ist klar, es wird leider aber noch Zeit sehen. So. Ja, das ist halt, ne, oftmals Mädels in deiner Situation, die schalten dann auch den Kopf irgendwie weg und verschieben das nach vorne und denken, dass sich das irgendwie dann irgendwie auflöst alles, aber es löst sich nicht auf. Es gab ja auch Situationen, da wollte ich es ihr schon sagen, so, weiß nicht, so vom Fernseher, letztens zum Beispiel war eigentlich... Hallo? Hallo Nadine? Ja. Ja, da war die Leitung gestört. Ach so. Ich habe das nicht verstanden. Du wolltest es ihr schon sagen, aber ja, dann war die Leitung weg. Ja, letztens war halt eine ganz gute Situation. Da sahen wir halt zusammen Fernsehen und ich weiß nicht, da unterhielten wir uns auch ganz gut und da wollte ich ihr das eigentlich erzählen, aber... Da hast du Schiss gehabt. Ich trau mich überhaupt nicht. So, jetzt sage ich dir mit aller Ernsthaftigkeit, dass du das deiner Mutter aber so ganz schnell wie möglich sagen musst. So ganz schnell wie möglich. Hm. Wenn das nicht, sie wird es in ein paar Wochen wird es wahrscheinlich sogar sehen. Ja. Du musst ihr das sagen. Es ist schon. Obwohl, ich bin dick, vielleicht sieht man das mal nicht. Na gut, aber das ist ja nur albern, das jetzt noch mal ein paar Wochen hinzuschieben. Dann sieht man es in 2 Monaten oder weiß ich was. Hm. Ja. Du siehst das auch völlig irrational. Du denkst, dass du es immer noch weiter nach vorne schieben kannst oder verschieben kannst, dieses Problem. Ja, weil wenn man dann wirklich da vor der Situation steht, dann, ich weiß nicht, dann du bist halt schwanger. Du bist schwanger, du kriegst ein Kind. Ja, das weiß ich. So. Ja, das, und das kann man nicht verheimlichen lange mehr. Ja, das weiß ich du auch. Du wohnst bei deiner Mutter, bei deinen Eltern zu Hause. Ja. Ja, das heißt, es gibt überhaupt gar keine Alternative, überhaupt gar keinen Weg daran vorbei, es deiner Mutter zu sagen.
Und je eher du das sagst, ist es schon schlimm genug, dass du lange gewartet hast. Aber nun gut, nur ist es passiert. Jetzt musst du es sagen. Um gemeinsam zu beraten und gemeinsam dieses Problem, du bist erst 15 Jahre, anzunehmen. Natürlich hast du Angst und Schiss, normal. Das ist völlig normal. Aber was gibt es denn für eine Alternative? Es gibt keine Alternative. Schweigen ist keine Alternative. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, aber es geht gar nicht um Wissen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, Nadine. Ja. Du hast Angst vor der Mutter, ne? Ja, ein bisschen. Also meine Mutter ist keine schlechte Mutter, wirklich nicht, eigentlich überhaupt gar nicht. Es ist nur so, sie wäre, ich weiß ganz genau, sie wäre so maßlos von mir enttäuscht, so, weil wir haben sonst auch immer über alles reden können und auch halt, dass ich das auch so lange verschwiegen habe. Ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie im Moment mache, aber vielleicht aber auch nicht. Wenn du sagst, dass sie eigentlich eine sehr gute Mutter ist und eigentlich ein ganz guter Typ ist, dann kann sie es auch sehr gut als Frau nachvollziehen, in welcher Not du die letzten Wochen, seitdem du das weißt, gesteckt hast. Und in welcher Zwickmühle. Und ich glaube, ich sage es mal so, ich hoffe das und glaube das auch, dass deine Mutter dann sagt, pass mal auf, Nadine, jetzt, das ist alles irgendwie schief gelaufen, so sollte es nicht kommen, aber jetzt packen wir es gemeinsam an und wir beide schaffen das schon. Naja, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber es ist deine Mama und deine Mama hat dich lieb. Und die wird dich jetzt nicht zusammenstauchen und beschimpfen und weiß ich was. Das nutzt ja eh nichts mehr. Das ist es ja auch nicht so, was ich denke. Es ist nur halt dieses, sie sieht mich so als was Besonderes an. Weißt du? So, weiß ich nicht so, dass ich halt alles richtig mache und keine Fehler mache, weil bisher habe ich immer alles gut. Dann ist jetzt halt eine Situation eingetreten, wo sie auch lernen muss, dass die Nadine auch mal irgendwie einen anderen Weg geht. Das ist jetzt ein krasser, anderer Weg, vielleicht als für normale 15-Jährige, aber es ist nun mal halt so. Und die Angst, sie zu enttäuschen, ja, dann muss sie. In dem Sinne, wenn das eine Enttäuschung ist, dann musst du sie halt enttäuschen. Das ist halt so. Du wirst sie in ein paar Monaten so enttäuscht haben, wenn sie es weiß. Und du machst dir ja auch schon so ein bisschen Gedanken, dass sie sagt, Mensch, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Ja. Aber weißt du, jeder Tag, der vergeht, sagt sie das noch mehr. Dann sagt sie, warum hast du es mir nicht früher gesagt? Hm. Und jeden Tag, den du früher sagen kannst, ist umso besser. Ja, stimmt ja. Wenn du jetzt noch einen Monat wartest, dann sagt sie, warum hast du es mir denn damals nicht gesagt, im dritten Monat? Und so weiter. Hm. Je mehr du es aufschiebst, desto schwieriger wird das Problem ja. Und je belastender wird es auch für dich. Ja. Ja, aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn es mein Vater erfährt. Gut, aber eins nach dem anderen. Deine Mutter ist die engere Person für dich, ne? Ja. Weil der Vater immer weg ist. So, ja. Jetzt mach dir mal erstmal noch keine Gedanken über den Vater. Jetzt redest du erstmal mit der Mutter. Hallo? Hörst du mich? Ja. Ich sag, mach dir erstmal keine Gedanken jetzt über den Vater. Jetzt redest du erstmal mit der Mutter. So, und dann wird die auch schon gemeinsam mit dir das mit dem Vater auch regeln. Aber mein Anliegen, meine Bitte an dich ist, Nadine, wirklich, sag es ihr so schnell wie möglich. Sag es ihr morgen. Sag es ihr morgen. Ja, es ist so einfach gesagt. Ja. Ich weiß, ich verstehe es. Ich weiß, wenn ich es weiter vor mich her schiebe, wird es noch schlimmer. Das weiß ich auch. Ja, aber das ist der Satz. Das ist dann eine Situation. Nein. Das ist genau der Satz. Wenn ich es noch weiter vor mich her schiebe, wird es noch schlimmer. Der Satz, den musst du dir einbrennen. Weil das ist der Satz führt dich letztendlich zur Entscheidung, es zu tun. Alles andere musst du wegschieben. Das war der richtige Satz, den du gerade gesagt hast. Hm. Nadine. Ja. Das ist meine Auffassung. Hm. Jetzt würde ich dich gerne nochmal mit meinem Psychologen verbinden, der wird dir das auch sagen. Hm. Möchtest du es gerne? Ja. Kann ich nicht. Doppelt hält besser, würde ich sagen. Hm? Du legst auf und Peter ruft dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute. Okay, ja. Tschüss. Tschüss. Hier ist die Sabrina und die ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sabrina. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's darum. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder und habe seit 4 Monaten noch eine andere Beziehung. Wie lange bist du denn schon verheiratet? Seit 10 Jahren. 10 Jahren, 4 Kinder. Gute Leistung. Bitte? Ist auch gute Leistung, ne? Für 29, 4 Kinder schon. Ja. Ist doch schon respektabel. So, seit 4 Monaten eine andere Beziehung. Ja, also was heißt eine andere Beziehung? Ich bin verheiratet und habe den Mann als Hausfreund.
Ja, naja, gut, das ist eine andere Beziehung. Also eine Affäre nebenher, ne? Ja, genau, eine Affäre. Mhm. Wo hast du denn diesen anderen Mann kennengelernt? Also das war eine ganz dumme Sache. Mein Sohn, der ist 3 Jahre alt, wir waren einkaufen. Mhm. Und er hat dann den Einkaufswagen weggerollt. Er hatte so einen kleinen Kindereinkaufswagen. Ja. Und den hat er genau ins Auto reingetroffen. Ja. Und ja, das war dann... Ach so, in ein fremdes Auto ist er reingerollt. In ein fremdes Auto hat er den reingerollt. Und das war das Auto von dem Mann? Und das war das Auto von dem Mann. Und so seid ihr ins Gespräch gekommen? Ja, und dann wollte ich natürlich auch das über unsere Haftpflichtversicherung laufen lassen, aber ja. Irgendwie wollte er das dann gar nicht und meinte, das wäre auch nicht so schlimm, obwohl die Beule riesig dick war, fand ich. Ja. Aber er wollte das dann nicht. Dann hatten wir auch Telefonnummern ausgetauscht, ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Mhm. Bitte? Aber sowas ergibt sich ja nicht irgendwie. Das ergibt sich ja, wenn beide es auch irgendwie wollen. Du wolltest es auch, es war auch schon ein Reiz für dich da. Ja. Aber das erste Anbaggern ist von ihm ausgegangen? Ja. Und du hast dann mitgemacht? Ja. Ist er auch ungefähr so in deinem Alter, 29, 30? Er ist 36. 36. Ist er auch hat er auch eine Familie? Nein. Ist alleine? Mhm. Er ist alleinstehend. Hast du dich jetzt in diesen Mann wirklich verknallt oder ist das eine Sexgeschichte? Nein, ich habe mich da richtig drin verknallt, aber ich liebe meinen Mann auch und er möchte jetzt gerne, dass ich mich von meinem Mann trenne. Mhm. Es ist ihm auch egal, dass ich 4 Kinder habe. Was macht ihm gar nichts? Wie kann ich so mitbringen, sagt er. Ja. Und dein Mann ahnt aber noch von gar nichts? Nein, der ahnt von gar nichts. Mhm. Du sagst, dass du deinen Mann nach wie vor auch liebst. Ja. Aber du liebst aber diesen neuen Mann auch. Ja. Mhm. So, und jetzt ist das alte Lied, wohin soll ich mich entscheiden? Wen liebe ich mehr? Ja, das ist so das Problem. Mhm. Weil einerseits will ich den Kindern nicht den Vater nehmen und andererseits, ich weiß aber nicht, wie ich mich entscheiden soll. Mhm. Was hat denn jetzt dieser Neue, was du an deinem Partner, an deinem Ehemann vermisst? Ja, dieser neue Mann, der sieht mich mehr als Frau. Für meinen Mann, das ist eine Selbstverständlichkeit irgendwie, dass ich da bin. Das geht ja alles so irgendwie seinen geregelten Weg und ja, das ist ganz anders. Was heißt, der sieht dich als Frau? Was meinst du damit? Ja, er ist aufmerksamer und ich kann das so gar nicht beschreiben, aber... Aber eigentlich behandelt dein Ehemann dich gut. Ja. Und so der Alltag, ich meine, das ist ja doch ein aufwendiger Alltag mit 4 Kindern, der funktioniert auch gut. Der funktioniert auch gut, ja. Wie ist es mit der Sexualität zwischen euch beiden? Ist das auch noch okay? Seit einem Monat ist das mit meinem Mann, da kann ich das nicht mehr. Mhm. Aber seit einem Monat kann ich das auch mit dem anderen jetzt. Ach so. Ich stehe voll dazwischen, also ich weiß nicht, was ich machen soll. Alles blockiert. Alles, ja. Wie war das denn vorher mit deinem Ehemann? War das auch noch okay mit der Intersexualität? Das war alles soweit in Ordnung. Ja, wir haben das jüngste Kind, ist jetzt 5 Monate. Weißt du, mit der Aufmerksamkeit, du sagst, der Neue ist aufmerksam. Und der behandelt dich mehr als Frau oder der umwirbt dich vielleicht noch mehr. Da muss man natürlich sehen, das ist ganz frisch. Da ist Verliebtheit im Spiel, da sind die Schmetterlinge im Bauch. Mhm. Da ist man natürlich anders drauf und behandelt auch jemanden, auch den Partner anders, als wenn man 10 Jahre schon mit jemandem zusammenlebt. Da hat man einen gewissen Alltag und eine gewisse Routine. Da sind 4 Kinder da. Da ist natürlich der Zauber des Neuanfangs nicht mehr so sehr gegeben. Ich finde ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, ich liebe meinen Mann. Ich rede jetzt von deinem Ehemann, den liebe ich. Mhm. Ich habe auch eine Verantwortung, möchte denen eigentlich nicht den Vater wegnehmen. Ja. Ich habe auch sogar mit meinem Ehemann, trotz der 10 Jahre Ehe, eigentlich auch noch eine ganz gute Sexualität gehabt bis vor kurzem. So, das ist ja alles wichtig, finde ich. Das sind, finde ich, ganz wichtige Punkte, die für deine Ehe sprechen. Das andere ist natürlich jetzt was Aufregendes. Vielleicht entsteht natürlich auch nach 10 Jahre Ehe und Alltag ein bisschen Langeweile und Normalität. Jetzt hast du da einen neuen Typ, der umzirzt dich und umgarnt dich. Das macht natürlich auch Spaß. Aber es geht ja nicht nur darum. Nein, das stimmt. Wo fühle ich mich jetzt hin und her gezogen? Ich weiß nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Das ist mir schon klar. Deswegen versuche ich ja gerade so ein bisschen auch so Argumente zu finden. Ne? Also gerade das fand ich, waren alles so Argumente für deine Ehe. Was sag du doch noch ein Argument, was jetzt vielleicht für den anderen spricht? Außer, dass er dich mehr so als Frau behandelt. Ja, irgendwie ist er auch aufmerksamer. Mhm. Und ich kann mit ihm anders sprechen, wie ich mit meinem Mann sprechen kann. Mhm. Der ist immer abgehetzt von der Arbeit. Ja. Und in letzter Zeit hat er auch kaum Zeit für mich. Da ist dann die Arbeit. Gut, dann spielt er noch ein bisschen mit den Kindern. Hast du denn deinem Mann das mal gesagt hier? Das ist mir zu wenig Zeit und wir reden zu wenig.
Ja, er sagt mir dann, das wird wieder besser, aber das ist schon seit einem halben Jahr so, ja, dass er nur noch für seine Arbeit da ist. Ja. Gut, er kümmert sich um seine Kinder, das muss ich wirklich sagen, er ist ein liebevoller Vater. Sabrina, jetzt muss ich hier ganz klar sagen, wir beenden das Gespräch, ich rufe dich gleich nochmal zurück, weil die Sendung vorbei ist, okay? Mhm. Okay, in der Technik, Gudrunhausen, morgen, Radio 1 live, 1 Uhr und wieder erfahren.